Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem Unboxing- und Hardware-Video in einem. Einen Test kann ich dazu jetzt so nicht machen, das kann ich dann halt nur nachreichen, dass ich da Fotos mache, die werde ich dann wahrscheinlich auf Insta teilen, vielleicht mache ich nochmal ein Video, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, weil mir wurde ein Headset für VR zu, oder Headset, ich weiß nicht, ob man dazu Headset sagt. Jedenfalls wurde mir was für VR zur Verfügung gestellt. Ich habe aber kein VR mehr. Und wo das unterwegs war, wurde mein VR verkauft. Und das war in der Zeit, wo ich krank war. Seitdem liegt das hier eigentlich schon rum. Und zwar Kopfhörer für VR. Von Bionic. So, wir haben jetzt hier wieder ein Schaufenster, was wir aufmachen können. So sieht es aus. Und das werden wir jetzt einfach mal auspacken. Testen werde ich es. Ich muss erst mal gucken, wo wir das jetzt hier am besten auspacken. Unten. Testen werde ich es bei Bernhard, bei meinem Werkstattmann. Weil der hat VR von der ersten Generation. Also das VR der ersten Generation hat. Ach nee, das ist falsch. Hier geht es nicht auf. Hier habe ich was falsch gemacht. Hier habe ich was hier mal ganz gewaltig falsch gemacht. So. Ach, hier oben. Okay. Nee, oben auch nicht, oder? Doch, oben. Und da werden wir das dann mal testen. Und da werde ich dann ein paar Fotos machen oder so, dass ich die dann einblenden kann oder so. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Oh, jetzt geht es hier auf. Achso, nee, das gehört dazu. Nee, ich habe aus Versehen kaputt gerissen. Na, egal. So, dann können wir die Verpackung wegschmeißen. Da haben wir einmal ein Heft mit bei. Ach, das wird so richtig. Ah, okay. Ah, hier kann ich euch auch mal die Unterschiede zwischen VR 1.0 und 2.0 zeigen. Also das wird so festgemacht. Und hier seht ihr die Unterschiede. Es ist für 2.0 und logischerweise 1.0 geeignet. 1.0 hat diesen, also am VR-Kabel, diese Bedienteil, wo man laut leise machen kann und Kopfhörer anschließen kann. Und 2.0 hat unten diesen Kabel dran und da sind In-Ears und die kann man dann hier reinstecken, dass die dann nicht rumbaumeln. Und ich hasse In-Ears. Ich hasse In-Ears. Hätte ich das vorher gehabt, das ist schon mal ein Grund, was mich an VR gestört hat, dass ich nur diese In-Ear-Dinger habe, hätte ich sowas vorher gehabt. Werdet vielleicht alle ganz anders gelaufen. Ja, also hier ist halt dann nur Produktbeschreibung. Das gucken wir uns mal ganz genau an. Und zwar sind das diese Dinger. So sehen die aus. Ich hole euch mal ein Stück rum. Dann kann ich euch das, durch die Kartons ist das gerade ein bisschen doof. So, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Also ein so ein Ding sieht jetzt so aus. Ja, hier steht nichts drauf. Doch, hier oben steht nur Bionic drauf. So. Ja, die Kleine ist gerade ein bisschen unleidlich. So, und dann haben wir hier einen schönen dicken Kabel. So. Also der ist jetzt nicht dünn, der ist wirklich dick. Und das sind halt zwei für links und für rechts, die da rankommen. Hier ist auch, seht ihr das? Auch weich. Und wo haben wir das denn? So. Das geht dann in das Verbindungsstück über. Und hier haben wir dann so einen kleinen L. Ja? Also auch für 2.0 geeignet, weil da ist es dann so, weil sonst hätte man das ja nach unten rum runterbaumeln und dann kann man den Kabel wahrscheinlich da auch irgendwo wieder befestigen. Was auch ein geiler Gimmick ist, also mir fällt's, wenn der Kabel zu lang ist oder wenn man es wegräumen will, hat man hier so ein Klettband und selbst da steht Bionic drauf.
Sieht man das? Damit kann man das dann schön befestigen. Ach, okay, gut. Wir haben jetzt... Wartet mal, ich muss die mal hier rausholen. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, wie was wir da jetzt noch machen können. Oder ist das eins, ist das, oder? Muss ich mal gucken, wie das überhaupt geht. Ach so, alles klar. Sind Einzelteile. Wir haben dann einmal hier sowas. Auch ganz knautschig. Dann haben wir sowas. Und dann haben wir sowas. Muss man mal gucken, ob vielleicht in der Anleitung was steht. Alles klar. Steht alles super erklärt hier drin. Aha. Okay. Also, falls euch das hier nicht ausreicht, also das ist hier Leder, ja, das ist so vorgefertigt und das ist dann auf eurem Ohr drauf, also praktisch so. Falls euch das nicht ausreicht, könnt ihr das hier drehen. Ich muss mal gucken, wo man das dreht. Hier. Ja, hier. Und dann könnt ihr das hier so abmachen. Und da ist... Hier ist auch so Styropor, seht ihr das? So. Und dann habt ihr das praktisch so offen. Und da... Müssen wir mal gucken, dass wir die richtige Reihenfolge machen. Sollen wir als erstes diesen Schaumstoffring... Also nicht Kunststoff. Hier ist... Schaumstoff drin, nicht Kunststoff. Sollen wir hier diesen Schaumstoffring raufsetzen? Dann kommt das Gummiding oben drauf. Doch, das. Zweitens, und das ist drittens, okay. Gut, zweitens, und dann kommt dieses Ding. Das kommt dann... Wartet, hier muss ich erstmal gucken, wie wir das jetzt am besten drehen. So. So. Müssen wir gucken, dass wir das hier festkriegen. Also so sollst du das eigentlich irgendwie festkriegen. Ah, ich hab's. Nee, doch nicht. Ah, ich hab falsche Richtung gedreht. So, und dann sieht das so aus. Das ist dann praktisch hier, ist denn da der Schaumstoff. Mit der Membran macht ihr das praktisch, also mit diesem kleinen Ding, macht ihr das fest. Da ist auch nochmal Schaumstoff drin. Und dadurch habt ihr dann praktisch nicht so ein kleines Ding, was auf dem Ohr drauf sitzt. Finde ich eigentlich ganz gut. Wenn ihr größere Ohren habt, könnt ihr natürlich auch sowas nehmen und dann hängt das da, ist es dann so drauf. Ich denke mal, das verstärkt den Ton dann nochmal ein bisschen. Ich mache mal so, dass ihr das besser seht. So, dann ist es praktisch so drauf. Oder ihr habt es dann halt praktisch so. Ja. Ich habe leider kein VR, um euch das zeigen zu können. Finde ich an sich eine saugeile Idee. Ich muss das jetzt mal gucken, dass ich das wieder auseinanderkriege. So, und wenn ihr das nicht wollt oder braucht, dann baut ihr das einfach wieder auseinander. Nehmt das Ding wieder zur Hand. Setzt das rauf. Jetzt richtig die Richtung drehen. Dann ist das auch fest. So, jetzt müssen wir das erstmal wieder wegpacken. Dass mir das nicht verloren geht. So. Und die Pinüppel hier auch weg. So. Und das Heft. Also finde ich wirklich gut. Und hier seht ihr, wie das festgemacht wird. Das können wir dann hier, also, so, ich muss mal so machen, dass ihr das seht. Ja, da kommt das rauf auf VR, das könnt ihr hier einfach nach unten ziehen, wenn ihr hier drückt, so, könnt ihr das nach unten ziehen, auf das VR rauf machen, dann zu, dann ist er da dran und dann könnt ihr das hin und her schieben und wieder loslassen. Also nicht drücken, also das ist hier eine Erhebung, dass ihr das auch mit Rutschieren, mit Gamerpfoten halt vernünftig runterziehen könnt und dann... Ja, ist da so eine Art Feder. Finde ich richtig geil. Ich muss mal gucken, wie Bernhard Zeit hat, dass ich da dann mal aufschlagen kann. Wir wollten sowieso uns nochmal zum Kaffee treffen. Und also mit der Familie, Kinder,
also meine Kinder, Frau, ich, Bernhard, seine Frau. So, dann können wir das auch wieder wegpacken. Da würde mich mal interessieren, was sagt ihr dazu? Wäre sowas für euch auch interessant? Oder sagt ihr, achtet normale, also für die Leute, die jetzt das V2 haben? Oder ob sagt ihr, ach, naja, In-Ears, die sind okay, die reichen aus? Oder sagt ihr, ey, das ist eine richtig geile Sache, In-Ears sind nun mal kacke? Das würde mich brennend interessieren. So, das soll es jetzt dazu auch gewesen sein, zu dem Bionic VR-Aufsatz. Ich muss gucken, wie ich schaffe, das zu testen. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich mache mal euch noch schnell wieder rüber. Das sieht nämlich freundlicher aus, wenn ihr denn da seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.